fünftes Oldtimer-Treffen des AC Frankenberg auf der kleinen Wehrweide. Über 500 chromblitzende Oldies standen auf dem Parkplatz und ließen sich bewundern. Von Audi bis Trabi, für jeden war etwas dabei. Jawohl. Wenn man sich hier mal auf der kleinen Wehrweide umguckt, stolze Leistung, ganz viele tolle Oldtimer. Ja, die Leute, die sind halt jetzt zum Saisonstart alle ganz heiß. Die wollen die Autos alle mal wieder an die Luft bringen. Die haben den ganzen Winter gestanden. Frühjahr war bis jetzt ja auch noch nicht so prall. Und von daher, Wetter spielt mit, kommen die Autos alle mal raus. Wir stehen hier vor der Eigenmarke, hätte ich bald gesagt. Ja, natürlich, ja. Weil das war hier im Waldeck-Frankenberg oder im Frankenberg auf jeden Fall ein Begriff, Opel und Bene. Ja. Die sind alles hier aus dem eigenen Stall. Hier der Kadett GSI, den ich sehe, und hier drüben. Der ist nicht mehr. Der gehört ein Boggy, der ist noch nicht schön im Zustand. Aber nein, da hinten ein älterer Rekord. Das ist ein Senator. Also ich habe heute 4 von meinen eigenen Autos mit, alle aus der eigenen Kundschaft, alle erster Hand, alle unrestauriert. Ein paar Wartungsarbeiten gemacht, ansonsten sind die Autos noch im Originalzustand. Ja, es gibt hier, ich habe eine Ente gesehen, die sieht für mich wie eine Ente aus. Die ist rostig, die ist grau, die sieht also... Ja, Patina halt, ne? Ja, und für mich wie eine Oldtimer-Ente aus, die man gerne fährt. Was ist eigentlich die Faszination an den Oldtimern? Ja, an den Oldtimern. Jeder sagt, Mensch, das Auto hatte ich früher auch mal, oder der Opa hat es gefahren, oder der Oma hat es gefahren. Das ist halt das, was die Leute raustreibt und sagt, Mensch, wir gehen mal gucken bei den Autos. Und wie gesagt, ganz viel hörst du, auch den hatten wir früher auch mal. Wenn man moderne Autos anguckt, man kann zur Not nochmal den Ölstand prüfen. Das war es aber eigentlich auch schon. Ist so. Bei vielen der Oldtimer kommt natürlich auch der Spaß am Schrauben dazu, weil man kann viel selbst machen. Ja, an diesen Fahrzeugen kann man noch viel selbst machen. An den heutigen ist selbst für mich als Kraftfahrzeugmeister schon nicht mehr ganz so einfach. Ne? Also ich würde mich an den modernen Autos auch nicht von jetzt auf gleich dran trauen. Wenn sich jemand einen Oldtimer zulegen will, was würden Sie empfehlen? Ich würde sagen, wichtig ist Zustand, Zustand, Zustand. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und dafür ein Auto kaufen, was ein bisschen besser ist. Denn viele von den Autos aus diesen Jahren, 70er, 80er, 90er, und 90er reden ja mittlerweile auch schon von Oldtimern, die sind halt verbastelt. Und da muss man gucken, dass man ein ehrliches Auto findet. Ansonsten kauft man sich viel Arbeit und bezahlt viel Geld für die Restauration. Nun ist nicht jeder Kfz-Fachmann. Macht es da Sinn, einen Fachmann mitzunehmen, der mit drüber guckt, also für unterwegs die Wurst und den Kaffee ausgeben und sagen, komm, guck mal mit drüber? Ja, schadet auf keinen Fall. Interessant ist auch, sich vorher mal die Stärken, Schwächen von so einem Auto anzuschauen. Es gibt im Internet schöne Zettelchen, wo du sagen kannst, Mensch, hier, da musst du bei dem Auto drauf achten und da drauf und da drauf und da drauf. Das ist halt A und O. Jetzt basteln die ja in Anführungsstrichen selber, sind Kfz-Meister. Haben Sie also auch bis ins Fernsehen geschafft mit deinem Cabrio? Ja, ich war bei Grip mit dem blauen Cabrio, ich war mit dem roten Senator beim Hessischen Rundfunk. Ja, das hatte sich halt so ergeben. Naja, aber selber schrauben in dem Sinne, das mache ich nur im kleinsten Bereich, weil die Autos, die ich habe, an dem brauchst du nicht schrauben. Da musste man eine Wartung machen und das war es dann auch. Die sind über Jahre eigentlich standardmäßig gepflegt. Die Autos sind, wie gesagt, bei uns aus dem Kundenstamm und daher regelmäßig gewartet worden. Von daher weiß ich auch, was mit den Autos zu jeder Zeit passiert war. Ich kann die Historie fast lückenlos nachvollziehen und ich kann auch sagen, was da an diesen Autos die Schwachstellen sind oder vielleicht sind. Nichtsdestotrotz, auch Oldtimer brauchen Pflege. Ja. Was ist das Wichtigste? Ich habe im Vorgespräch mal gesagt, Öl ist immer gut, ein gutes Öl, nicht aus dem Baumarkt. Kein Salatöl, sondern wirklich ein gutes Öl. Wichtig ist ein vernünftiges Öl, wichtig ist, dass er trocken steht. Wichtig ist auch mal die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Die ist hygroskopisch, die zieht Luft, die zieht Wasser an. Und dadurch können natürlich, wenn die Autos stehen, auch Bremszylinder und so weiter festrosten, Schaden nehmen. Und das ist nicht so gut. Und ein Oldtimer muss auch gefahren werden. Nur stehen
Ist nicht. Aber viele Oldtimer sind halt auch, oder Besitzer fahren im Sommer. Früher im Sommer, wenn das Wetter ist. Ja. Die werden im Winter eingebunden. Ja. Einfach in die Scheune stellen ist nicht genug. Nein, ein bisschen Luft drauf machen auf die Reifen. Gucken, dass sie sauber und trocken stehen, dass sie nicht feucht stehen. Das Fenster vielleicht einen Spalt aufmachen. Batterie ab, zumindest abklemmen. Wenn er bei Frost steht, ja, kann man die auch rausmachen. Alle paar Wochen mal ein bisschen ins Ladungserhaltungsgerät dran machen. Und von daher sind das so ein paar nötige Dinge. Mache ich aber auch nicht bei allen immer selber. Also das, ja, aber dann hat man lange Spaß in meinem Oldtimer. Ja. Und kann am 6. Oldtimer-Treffen in Frankenberg teilnehmen. Wenn alles gut geht, 1. Mai nächstes Jahr sind wir wieder hier. Ja, gut ab, muss sein. Das war ein Pferd.